Hallo bei Narc Extreme. Heute geht es darum, wie du dich aus dem narzisstischen Missbrauch in der narzisstischen Familie befreien kannst und zu einer starken Persönlichkeit werden kannst. Was genau musst du da tun? Ja, also die Befreiung aus der narzisstischen Familie ist ja natürlich ein Kernthema für uns schwarze Schafe, denn um uns geht es hauptsächlich, ja, wenn es um narzisstischen Missbrauch in der Familie geht. Ich bin selbst ein schwarzes Schaf einer Familie, einer narzisstischen Familie und weiß daher sehr genau, worum es geht. Ich würde sogar sagen, ich habe mit einem, ja, der allerallerschlimmsten Narzissten in der Familie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Einer, der auch vor, ich sage das immer wieder mal im Video, ich sage es ungern, aber es ist auf der anderen Seite wichtig, dies jetzt zu erwähnen, was ich gleich sage, damit man versteht, wie ernst die Situation ist. Dieser Narzisst, den ich in der Familie habe, der würde auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Solange diese Person sicher geht und sicher ist, dass sie nicht erwischt werden kann. Also, dass man ihr ihre Taten nicht nachweisen kann, komme was wolle, würde dieser Mensch es tun. Und damit ist, glaube ich, auch klar, wie extrem die Situation ist, wie gefährlich sie ist und wie dringend es ist, dass man sich aus ihr entfernt. Das ist vielleicht die zentrale erste Aussage. Wenn du Opfer von narzisstischem, ernstem, pathologischem, narzisstischem Missbrauch bist in deiner Familie, dann ist die wichtigste Aussage gleich zu Beginn, musst du dich aus ihr entfernen. Du musst dich lösen aus dieser Situation, no matter what, egal wie schwer es für dich ist, egal wie traumatisch wiederum das auch für dich ist, egal wie viel Trauer du empfindest für die oder das Familienmitglied, das du zurücklassen musst. Denn es gibt ja noch einen anderen Elternteil manchmal. Manchmal sind auch beide Eltern narzisstisch. Manchmal ist aber auch ein Elternteil dabei, das man wirklich liebt und wo man auch genau weiß, dass dieses andere Elternteil sehr an einem hängt. Und dieses andere Elternteil ist meistens dem Narzissten total untergeordnet. Und das ist eben eins der Hauptopfer, die man auch bringen muss, wenn es nur ein Familienmitglied ist, aber es können mehrere sein, können auch Geschwister sein oder so. Wobei ja dann nicht immer klar ist, dass man den Kontakt auch zu den Geschwistern komplett abbrechen muss. Aber häufig ist es eben doch der Fall, weil man möchte ja die Bande trennen. Das ist tatsächlich, es geht irgendwie nicht ohne dem. Das ist ein Opfer, das sich so anfühlt, als würde man sich ein eigenes Bein abhacken. Und es ist schmerzhaft. Aber ich betrachte es als das Geburtsrecht von jedem einzelnen Menschen, dass er sich entwickeln darf. Und sein Potenzial in dieser Inkarnation, in diesem Leben. Ich bin ein Mensch, ich glaube an mehrere Inkarnationen. Aber sagen wir mal, es gibt nur diese eine Inkarnation, dass man sich entfalten darf und sein Potenzial entfalten darf. Ich denke, das ist unser Geburtsrecht. Und zu diesem Geburtsrecht wirst du nicht kommen, solange du in diesem narzisstischen Missbrauch stecken bleibst. Sondern ganz im Gegenteil, jeder weitere Tag, jede weitere Stunde, Woche, Monat und Jahr wirst du weiter abgebaut. Dein Potenzial kann man dir nie nehmen. Aber es kann zu einer Situation kommen, wo du so weit entfernt von dir bist, wo du dich komplett nicht mehr kennst und auch keinen Zugriff mehr auf dich selbst hast, sozusagen. Und in dieser Verfassung sind eben Menschen, die langem narzisstischen Missbrauch unterliegen. Deswegen ist das die Kernaussage gleich zu Beginn. Du musst dich daraus lösen. Das ist einfach mal Fakt. Wenn du diesen Entschluss also getroffen hast, dass du dich lösen willst, dann mache genaue Pläne, wie du das tun willst. Der Narzisst ist, und ich habe auch das in anderen Videos schon gesagt und werde es immer wiederholen, ist in einer exorbitanten Art und Weise von dir abhängig, weil der Narzisst sich entladen muss. Dieser ganze Sadismus, den du die ganze Zeit abbekommen hast, den bekommst du ab, weil der Narzisst eigentlich so düster und dunkel ist im Inneren. Man kann sich das so vorstellen, als wäre der Körper im Inneren gefüllt mit flüssigem Teer. Und jedes Mal spuckt der Narzisst einen riesigen Klumpen flüssigen Teer aus und du kriegst das dann ins Gesicht gespuckt und kriegst die Verbrennungen ab und hast diese Lava im Grunde genommen im Gesicht. Und das heißt, der Narzisst wird dich nicht so leicht loslassen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass du dich löst und dass du Pläne, ganz genaue Pläne machst, wie du dich entfernst. Der Narzisst wird spüren, wenn du nicht sehr klug vorgehst und leise bist und unauffällig, dass du dich vorbereitest, dass du abhauen willst. Der fühlt das.
und wird natürlich Maßnahmen dementsprechend ergreifen, da du ja an dieser Stelle in aller Regel zutiefst geschwächt bist. Bist du natürlich empfänglich für dessen Missbrauch, der dann auch nochmal aufs nächste Level geht. Weil der Narzisst will dich jetzt natürlich, falls er das spitz bekommen haben sollte, dass du dich jetzt auf die Socken machen willst und flüchten möchtest, wird er jetzt upgraden. Er wird also seinen Missbrauch verstärken, um dich zu schwächen. Das ist die klare Taktik dahinter. Du sollst geschwächt werden, damit du noch weniger Kräfte hast und noch weniger an dich glaubst und überhaupt gar nicht mehr davonkommen kannst. Sollst du an diesem Punkt sein, aber dann betrachte das so. Du bist jetzt an einem sehr schwachen Punkt, aber wenn du jetzt da bleibst, dann kannst du dich demnächst auch aufhängen, im Grunde genommen. Denn es wird nicht mehr viel von dir übrig sein. Also sollte deine Taktik sein, mach dir klar, ich nehme jetzt meine letzten Kräfte und mach mich auf die Socken und flüchte aus dieser Situation. Und da ist eben das große Opfer wahrscheinlich das andere Elternteil, möglicherweise eine Schwester oder ein Bruder. Das kann schon sein. Oder der Hund auch, ja, den man wirklich, das kann ernsthaft sein, dass man ja natürlich auch ein Haustier sehr vermisst und die Umgebung, die man gewöhnt ist. Denn unser Gehirn ist konditioniert jetzt über lange Jahre, die Situation so zu halten, wie sie ist. Dieser Missbrauch hat uns auch süchtig gemacht. Dieses Wort ist jetzt sehr merkwürdig in diesem Kontext. Es ist aber eine Art Sucht. Es ist eine Sucht nach Missbrauch, die man in einer gewissen Frequenz gewöhnt war. Und all dieses gewöhnte Umfeld und diese Konditionierung, die jetzt im Gehirn stattgefunden hat, die sollte man jetzt verlassen, die wird man jetzt verlassen und das ist tatsächlich sehr hart. Ich empfehle also, wenn du aus einer solchen Familie kommst und mit ihnen noch zusammen gewohnt hast, such dir in aller Klammheimlichkeit eine Wohnung. Mach den Mietvertrag klar und so weiter und dann flüchtest du an einem einzigen Tag, an dem du deine Sachen nehmen kannst, wo zufällig alle weg sind oder so. Diesen Tag nimmst du dir vor und flüchtest eben. So, und wenn das jetzt geschehen ist, dann ist das schon mal der Hauptkernschritt, dass du räumliche Distanz herstellst zum missbräuchlichen Narzissten. Soweit es geht, wenn es geht, viele 100 Kilometer, wenn möglich, ja. Aber wenn das nicht geht, dann zieh ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt oder irgendwo hin, wo du weißt, du bist nicht so leicht erreichbar. Jetzt beginnt im Grunde genommen die Arbeit, denn jetzt geht es darum, nicht rückfällig zu werden. Betrachte den Missbrauch zum Narzissten als eine Art Sucht. Das ist wie, als ob du jetzt einer Heroinsucht entfließt. Ja, genauso ist es mit diesem Narzissten. Dein Gehirn ist darauf konditioniert, immer diesen Missbrauch entgegenzunehmen. Und jetzt willst du dieses Muster durchbrechen. Und das heißt, du musst also diese, wie heißt denn das, diese Entzugssymptome, die kommen werden. Ja, also das musst du dir alles vorher genau klar machen. Der Entzug wird kommen in Form von Trauer und wirklich, dass du weinen musst, depressiv dich fühlst. Das ist normal, aber mach dir klar, das ist eine Transitstrecke und am Ende dieser Transitstrecke steht eine bessere Verfassung für dich und der Beginn dessen, dass du beginnst, dich selbst zu spüren wieder. Und bis dahin musst du durchhalten. Such dir dabei, wenn möglich, eine gute Freundin, einen guten Freund, irgendeine Therapeutin vielleicht, ja? Irgendeine Selbsthilfegruppe wäre auch eine Möglichkeit. Such dir Rückhalt, damit du da nicht alleine durch musst. Aber selbst wenn du keinen Rückhalt hast, sage ich dir, es ist möglich, das zu schaffen. Es ist möglich, da durchzustehen, das durchzustehen und es einfach hinter dich zu bringen. Und bis dahin heißt es einfach Augen zu und durch. Ja? Nimm deine 7 Sachen, geh weg, such dir eine andere Wohnung, such dir irgendeinen Ort, such dir einen Beistand, wenn möglich. Und wenn du das nicht hast, kannst du es trotzdem schaffen. Mach dir klar, dass diese Zeit vorübergeht. Das geht vorbei. Und bis dahin solltest du sicherstellen, dass der Narzisst dich nicht erreichen kann. So ändere deine Telefonnummer, ja, und ändere deine Adresse und versuch dich im Internet, so gut du kannst, unsichtbar zu machen. Shutdown von Social Media. Das ist auch wichtig, dass du einfach deine ganzen sozialen Medien erstmal zumachst.
wenn du sehr erfolgreich bist auf Social Media und das irgendwie gar nicht geht, naja, da muss man halt schauen, ja, dass man sich so wenig wie möglich aufhält in Social Media. Es geht nur darum, dass der Narzisst dich nicht erreichen soll. Es soll verunmöglicht werden. Und jetzt ist es dann wichtig, dass du langsam aber sicher beginnst, deine Wunden zu lecken. Dass du verstehst, welcher Brutalität du ausgesetzt warst die ganze Zeit. Dass du verstehst, dass es kein Verlust für dich bedeutet. Dass du diesen Menschen nicht mehr in deinem Leben hast. Denn deine Gefühle können dir unter Umständen jetzt etwas anderes spiegeln. Ich sprach schon davon, das sind Entzugssymptome und nichts anderes. Es geht darum, dass du einfach verstehst, das hier ist ein Drogenentzug. Es ist eins zu eins dasselbe, weil Drogen sind auch sehr destruktiv. Und man macht einen fürchterlichen Entzug, durch der sogar lebensgefährlich sein kann. Und so ähnlich ist es eben jetzt hier auch, weil dein Gehirn dir rückmeldet, dass etwas fehlt, was einen sehr starken Impact in einer regelmäßigen Frequenz hatte auf deine ganzen Hormone, auf deine ganzen Botenstoffe, auf deine gesamte Chemie. Ja, dazu gibt es Studien. Das heißt, das musst du jetzt eben durchstehen. Und dann gilt es, dass du beginnst nach und nach dich wieder zu spüren und langsam aber sicher beginnst, einen gesünderen Selbstwert aufzubauen für dich. Versuche nach und nach gesunde Beziehungen aufzubauen. Geh vielleicht zunächst in eine Selbsthilfegruppe. Versuch dort, dass du Telefonate ab und zu führen kannst mit Leuten, die dich verstehen. Das ist ganz wichtig, dass du jemanden in deinem Umfeld hast, der oder die dich versteht. Und jetzt noch was super Wichtiges. Sollte der narzisstische Missbrauch seit deiner Kindheit bereits in deinem Leben sein, dann sind dadurch Wunden entstanden, die Abspaltungen bewirkt haben. Das heißt, du fühlst gewisse Dinge nicht, du kannst an gewisse Bereiche in deiner Psyche nicht heran, ja? Du kannst da nicht heran, das ist alles unbewusst, spielt sich das ab. Das spürt man so nicht direkt. Man merkt vielleicht eine gewisse Taubheit, wie man sich manchmal fühlt, und es spürt sich dann an wie Depression, aber man weiß nicht so recht, was los ist. Und dafür ist es aber wichtig, der einzige Weg, wie du da rauskommst, ist, dass du zurückgehst in das Alter, erstmal nur geistig, in dem diese Abspaltung passiert ist. Und jetzt sage ich etwas, was nicht mehr leicht über die Lippen geht, aber es ist der einzige Weg, wie du das wieder heilen kannst. Indem du jetzt fühlst, was das dreijährige Kind nicht fühlen durfte, weil es sonst gestorben wäre. Als kleines Kind können wir so schrecklichen Missbrauch nicht überleben. Deswegen findet in diesem Moment eine Abspaltung statt und dann überlebt dieses Kind. Nur diese Abspaltung, die wird nicht wieder geheilt als erwachsener Mensch von allein. Man muss aktiv daran gehen. Man muss aktiv in dieses Alter zurückgehen und sich da hineinbegeben und die Schmerzen fühlen, von Trennung, von Erniedrigung, ja wirklich, von großem Schmerz, die man als Kind nicht fühlen durfte, weil man es nicht erlebt hätte. Und es kann grausamst sein. Das heißt, zieh dich zurück, erinnere dich an diese Zeit und fühle den Schmerz aktiv. Das ist nicht einfach. Aber wenn du das gemacht hast und vielleicht mal eine Woche am Stück durchgeweint hast, hast du dich zu Hause hast du dich dort einfach eingesperrt so ein bisschen, kauf gute Dinge ein, leckere Sachen zum Essen, bade und mach alles mit schönen Gerüchen auch im Bad, tu dir was Gutes und erlaube dir durchgehend zu weinen, wenn das sein muss. Du wirst vielleicht diesen schrecklichen Schmerz kaum ertragen, aber wenn du diesen Prozess durchgehst und die Schmerzen tatsächlich hochkommen, denn das reguliert dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein entscheidet darüber, wie viel Schmerz in welcher Dosis jetzt hochkommen kann, den du auch erträgst. Das bedeutet auch, dass dein Unterbewusstsein weiß, wie viel Schmerz du ertragen kannst. Das heißt, selbst wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht ertragen, du kannst es ertragen, sonst wäre dieser Schmerz gar nicht hochgekommen.
Und jedes Mal, wenn du so eine, ich nenne es mal Kur machst mit dir selbst, dann wirst du danach merken, dass du ein Stück weit befreit bist. Und so kannst du Stück für Stück für Stück für Stück gesünder werden. Und du entfernst dich damit auch aus deiner Frequenz. Ja? Ihr seid jetzt in derselben Frequenz noch, der Narzisst und du. Aber so entfernst du dich frequenziell von dem Narzissten und irgendwann seid ihr kein Match mehr. Ihr passt nicht mehr zusammen. Das bedeutet dann auch in der weiteren Konsequenz, dass du nicht mehr andere Menschen anziehst, die narzisstisch sind. Ist das nicht toll? Und deswegen empfehle ich dir diese Vorgehensweise. Wenn du kannst, dann besprich das aber mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin. Es ist ein gangbarer Weg. Ich habe das selbst auch hinter mir und habe Stück für Stück für Stück immer wieder so gemacht und bin sehr große Klumpen an Trauma dadurch losgeworden. Ja? So, ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen weitergeholfen. Das ist etwas, was hier sehr in die Tiefe geht heute. Aber ich habe es vermisst in Videos. Ich sehe viele Videos von narzisstischem Missbrauch. Das hier ist vielleicht ein Video, in dem es auch grundsätzlich um Trauma geht. Das funktioniert nämlich grundsätzlich mit Trauma so. Ja, und ich würde mich sehr freuen über einen Kommentar unter dem Video. Solltest du mal etwas in dieser Art ausprobiert haben und Erfahrungen damit haben, würde mich das brennend interessieren und sicherlich viele andere auch. Gerne einen Kommentar hinterlassen unter dem Video. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen oder über ein Like oder über beides und wünsche alles Liebe und bis bald. Tschüss.